Hallo liebe Angelfreunde, wir probieren es heute mal mit Gummifisch auf Hecht. Es ist Mitte November, das Wetter ist schön mild, wir hoffen, dass die Hechte bissig sind. Aber bevor ich mir den Gummifisch an meinen Snap klippen kann, muss ich den erstmal richtig montieren. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also als erstes braucht ihr natürlich den jeweiligen Gummifisch eurer Wahl. Und was ihr dann eben dazu noch braucht, ist ein dazu passender Jig-Haken. Und da der Gummifisch eine Länge von 15 cm hat, auch noch den passenden Drilling dazu, als Zusatzdrilling. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das montiert. Ich nehme den Gummifisch und halte den Jig-Kopf erst einmal an den Gummifisch, damit ich ungefähr weiß, wo die Spitze wieder ausstechen muss. Das merke ich mir. Oder was man auch machen kann, man ritzt sich diese Stelle so ein bisschen an, dass man die Markierung hat, wo die Hakenspitze wieder austreten soll. Dann führt man den Jig-Haken in den Gummifisch ein. Und muss jetzt ertasten mit dem Daumen, wo in etwa sich die Spitze befindet. Das kann noch ein kleines Stück. Ja. Und jetzt tritt die Spitze genau an meiner Markierung aus. Und der Gummifisch ist perfekt montiert. Kann sich so ideal im Wasser bewegen. Da ich der Meinung bin, dass der Gummifisch, ich sage mal, relativ groß ist, kriege ich mehr Bisse bzw. verwerte mehr Bisse, wenn ich noch einen Zusatzdrilling benutze. Den habe ich mir selbst gebastelt. Das ist ganz einfach. Und ich mache die Schlaufe des Zusatzdrillings, also das Stahlverfach, was an dem Zusatzdrilling befestigt ist, einfach hier über die Öse und steche den Zusatzdrilling, eine Flunke vom Zusatzdrilling, in den Gummifisch ein. Die meisten Bisse kommen auf den Kopf, was bedeutet auf den Drilling, und viele Hechte hängen dann tatsächlich hier an diesem Zusatzdrilling. Jetzt ist der Gummifisch im Snap und jetzt geht's los. Wir haben hier eine stark abfallende Scharkante und hier vermute ich die Hechte jetzt auch. Dadurch, dass ich weiß, dass sie sehr stark abfallend ist, werfe ich den Köder gar nicht weit aus, weil sie beißen sowieso eher, ich sag mal, 3 Meter von hier entfernt kommen die meisten Bisse. Jigge den Köder ganz leicht an und in der Absinkphase kommt dann meist der Biss, wenn er kommt. Manchmal muss ich auch extrem hoch jiggen, weil ich führe ja den Köder die Kante hoch. Und wenn ich ihn nur leicht anjiggen würde, würde der Sprung natürlich extrem kurz ausfallen. Der Vorteil ist natürlich immer, wenn man eine Kante runterfischen kann, dann kann man extrem kleine Jigs machen und er schwimmt dann schön die Kante so runter. Aber da wir jetzt hier kein Boot zur Verfügung haben, müssen wir halt höhere Sprünge machen. Oh, abgegangen. Erster Wurf, erste Hecht. Trotz Zusatzdrilling, schade. Ich habe den Biss gesehen. Ist natürlich jetzt schade, aber das war jetzt kein großer, aber 50. Aber so schnell kann es gehen. Ich sage ja auch immer wieder, ihr müsst nicht tagelang angeln gehen. Wenn ihr die Stellen kennt, reicht auch mal locker eine halbe Stunde aus. Jetzt hätte ich den gefangen. Hätten wir innerhalb von, weiß ich jetzt nicht, 1-2 Minuten angeln, hätten wir jetzt einen Fisch gehabt. Deswegen macht nicht, ach, ich habe jetzt nur 2 Stunden Zeit, das lohnt sich nicht, das stimmt nicht. Viele meiner großen Fische habe ich wirklich in kurzer Zeit gefangen.
Das dauert eine ganze Zeit, bis der Köder auf Grund ist. Ja! Ja! Fisch! Und wie ich gesagt habe, am Zusatzdrilling hängt da nur. Kein großer Hecht, aber ich freue mich total, weil der Plan ist aufgegangen. Wir wollten kurz an die Stelle, um Fisch zu fangen. Hier ist der Hecht. Wir haben 6 Minuten geangelt. Da müsst ihr ja noch mit einkalkulieren, dass die Absinkphase noch eine ganze Weile dauert. Und schon hat der Hecht gebissen. Ein kleiner Hecht, aber ihr seht auch, der Zusatzdrilling hat gehakt. Ohne Zusatzdrilling hätten wir den vielleicht nicht gefangen. Das ist erstmal der beste Beweis, es funktioniert. Ich hatte Biss. Ich hatte Biss. Das gibt's doch nicht. Ja. Das passiert. Ich kann euch auch erklären, wie sowas passiert. Der Hecht hat ihn von hinten genommen und dabei hat sich dann der Gummi so verfangen. Weil ich hatte gerade einen Biss, den hatten wir leider nicht auf dem Display, aber guckt mal hier. Das war vorhin noch nicht hier alles. Hier hat der Hecht schön reingehackt. Oh, da geht er schon noch hier hinten. Tja, so ist es. Aber das Schöne ist, hier sind noch Fische am Platz und wir können noch ein paar Würfe machen. Also da, wo ich jetzt hingeworfen habe, da sind, denke ich mal, 12 Meter. 12 Meter sind da. Also ihr seht immer noch, der Köder geht immer noch zu Grund. Ah, jetzt. Dann Spannung aufnehmen und anzupfen. Und warten, bis der wieder am Grund ist. Und die Bisse kommen eigentlich alle in der Absinkphase. Ja, Fisch. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Das ist jetzt auch schon ein bisschen größer. Ihr seht, verzichtet wirklich nicht auf den Zusatzdrilling. Macht es nicht, ihr fangt weniger Fische. Jedenfalls bei dieser Größe von Köder. Wunderbar, ich bin beeindruckt. Was natürlich bewiesen ist, dass wenn ihr eine Stelle gefunden habt, wo ein Hecht gebissen hat, könnt ihr mit mehreren Hechtbissen noch rechnen. Und trotz dessen, dass Wasser schon sehr kalt ist, ich benutze beim Hechtangeln grundsätzlich Action-Sheds. Weil ich bin der Meinung, dass Hechte darauf besser reagieren. Im Winter, wenn es auf Zander geht, na klar, No-Action-Sheds sind da oft die bessere Wahl. Man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber wirklich, wenn ich auf Hecht angel, dann muss ein Action-Shed ran. Und hier habe ich ein Modell, was auch sehr dickbäuchig ist, unter Wasser sehr viel Druck macht. Und das nehmen die Hechte sehr gut mit den Seitenlinienorganen wahr und bringt uns Bisse, wie man sieht. Wenn es läuft, dann läuft es.
Wir hätten eventuell noch nicht einen Hecht gefangen ohne den Zusatztraining. Nur mal so am Rande. Hier ist der nächste. Das ist eine Einheitsgröße. Aber ich freue mich. Ich freue mich, wenn es klappt. Hängt auch ganz spitz. Schaut euch das mal an. Ich freue mich, ich bin richtig happy, weil ihr könnt euch das auch gar nicht vorstellen. Meistens ist es so, wenn man filmt, beißt nichts. Die Fische sind grundsätzlich kamerascheu. Aber die Hechte wollen definitiv ins Rampenlicht. Jetzt einfach Köder überprüfen und den Zusatztrilling wieder ordnungsgemäß platzieren. Und ich hatte zum Anfang gesagt, die beißen meist jetzt hier vorne. Ich muss hier stehen, da seht ihr aber, wie es sein kann. Mal ist es so, mal ist es so. Die wir jetzt gefangen haben, haben alle draußen gebissen. Also unter 8 Meter hat, glaube ich, keiner gebissen. Also 8 Meter Wassertiefe. Ihr wisst ja selbst, wie es beim Angeln ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber meistens ist es wirklich so, dass dann an einer Stelle die Einheitsgröße steht. Also dass jetzt hier noch der erhoffte Meterhecht beißt, halte ich für fast ausgeschlossen. Also ich hatte es noch nicht, dass so kleine Hechte, in Anführungsstrichen kleinern, neben den ganz großen Omis stehen. Das hat man meist nicht. Meistens ist es dann wirklich eine Größe. Aber deswegen werde ich jetzt nicht die Stelle wechseln, weil es macht Spaß. Und deswegen gehen wir ja angeln. Es soll Spaß machen. Die großen Fische, die kommen irgendwann von ganz alleine. Ihr habt jetzt gesehen, so einfach kann es gehen. Wir sehen uns noch mal in 2 Wochen, weil dann werden wir noch mal angreifen hier an dem Gewässer, dann aber vom Boot. Ich hoffe, da können wir dann auch noch mal ein paar Hechte fangen. Was jetzt auch deutlich geworden ist, ihr müsst zum Spinnangeln prinzipiell gar nicht so viel Zeug mitschleppen. Heute hätte in der Stunde, wo wir geangelt haben, ein Köder gereicht, plus dieser Zusatzdrilling, eine Rute und eine Zange. Mehr hätte ich heute nicht mitnehmen müssen. Aber ich gebe zu, ich gestehe, ich habe auch immer viel zu viel Zeug mit. Köderboxen, die voll gequillt sind mit Ködern. Und wahrscheinlich geht es euch auch so. Wie viel nimmt ihr aus dieser Köderbox? 3, 4. Heute hat einer gereicht. Ich bin zufrieden. Und wir sehen uns, wie gesagt, in 2 Wochen. Da sind wir wieder, selbes Gewässer, 2 Wochen später. Ihr seht das schon an meiner Kleidung, die Temperatur ist rapide gefallen. Wir haben jetzt nur noch 3 Grad. Die Methode bleibt dieselbe. Wir versuchen mit Gummifischen heute Hechte zu überlisten. Das hat ja schon letztes Mal sehr gut geklappt, wie ihr gesehen habt. Und auch einen Tag später war ich nochmal an der Stelle und konnte in kurzer Zeit auch noch einen schönen Hecht fangen. Ich hoffe natürlich, dass wir heute auch ein paar Hechte zu Gesicht bekommen. Ihr dürft gespannt sein und wir fahren jetzt immer zum Spot. Heute habe ich den Vorteil, ich angel die Kante runter und ihr werdet sehen, ich mache ganz feine Sprünge und der Köder driftet schön die Kante runter.
Ab und an spüre ich auch mal, dass Kleinfisch in meiner Schnur sich aufhält, beziehungsweise dass die durch meine Schnur schwimmen. Deswegen, da kann der Hecht auch nicht weit sein. Das war ein Fehlalarm. Sobald ihr irgendwas Ungewohntes in der Route spürt, immer anhauen. Lieber einmal zu viel anhauen, als einmal zu wenig. Der Köder ist kurz an einem Ast, der unter Wasser liegt, langgeschliffen. Aber zum Glück hat er sich nicht richtig verfangen. Wir haben nur ein paar Dreikantmuscheln abrasiert. Jetzt können wir natürlich auch Stellen beangeln, die vom Ufer aus nicht beangelbar sind. Ob uns das nun heute den Hecht bringt, werden wir sehen. Kalt sind meine Finger. Mini-Hecht. Hängt auch nicht richtig. Biss habe ich aber gemerkt. Aber auch er hat drauf gebissen, als der Köder die Kante runtergeführt wurde. Ging ja ziemlich flott. Ja, hier wieder auf den Köder. Und was ganz wichtig ist, ihr habt jetzt einen Fisch angefasst oder ihr holt den Anker hoch und das Wasser ist ganz kalt. Nehmt euch ein Handtuch mit. Problem, wenn man Kanten runterfischen will, muss man im Tiefen ankern. Da muss man den Anker hochhieven. Der hängt ganz knapp. Das Wasser ist so kalt, aber trotzdem so schön. Jetzt müssen wir noch mehr Hechte fangen, hoffe ich. Der Gummifisch hat jetzt 6 Hechte gefangen und ich finde, dafür sieht er noch ganz gut aus. Also andere Gummifische haben da schon lange den Schwanz verloren. Da haben wir noch Glück, vielleicht fängt er sogar noch ein, aber ich glaube, dann hat er es auch geschafft. Dann können wir zufrieden sein und können ihn in eine Box zurücklegen. Dann machen wir einen neuen drauf. Wie ich es vermutet habe, ich hatte gerade ein Biss gehabt. Jetzt ist der Schwanz weg, jetzt hat er es geschafft. Für mich der Grund, jetzt einen neuen Köder ranzumachen. Und ich werde auch mal gleichzeitig die Farbe wechseln. Mal schauen, vielleicht bringt das ja mehr Kontakte. Na, das sieht doch gut aus. So ein kleiner Barsch ist doch für den Hecht auch nicht zu verachten. Nachdem wir die Kante jetzt runtergefischt haben,
möchte ich trotzdem noch mal auf Nummer sicher gehen, dass sie kein beißwilliger Hecht ist. Und jetzt fischen wir sie noch mal rauf. Manchmal bringt es ja dann doch noch mal den einen oder anderen Fisch, weil der Köder sich anders bewegt. Und das probieren wir jetzt aus. Ja, Fisch! Der Köder wechselt, hat sich bezahlt gemacht und die Technik auch. Ein schöner Hecht, prächtiger Bursche und meine Güte, der wollte den unbedingt, den Köder. Schön gefärbter Winterhecht. Ich freue mich. So sollte das beim Angeln sein. Wunderschön gefärbter Hecht. Echt ein Traum, da freue ich mich. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich am liebsten Gummifische mit Schaufelschwanz benutze, wenn es ums das Hechtangeln geht. Und vor allen Dingen bauchige Köder, die viel Wasser verdrängen. Jetzt möchte ich noch einmal ein Wort zu der Ködergröße und zu der Köderfarbe verlieren. Also prinzipiell ist es ja so, dass man sagt, je kälter das Wasser, desto größer soll der Köder ausfallen. Weil die Fische mit sehr wenig Energieaufwand viel Energiezufuhr erlangen möchten. Und das schaffen sie am besten, wenn sie sich einen großen Beutefisch schnappen, weil dort haben sie einmal diesen Angriff, der ihnen Energie kostet, aber haben durch diesen großen Fisch dann auch erstmal eine große Energiezufuhr. Deswegen ist es grundsätzlich nie verkehrt, mit einem 20 cm langen Gummifisch auf Hechte zu angeln. Wichtig ist bloß, dass ihr dann statt einen Zusatzhaken zwei Zusatzhaken verwendet. Zum einen im hinteren Drittel des Gummifisches und zum anderen im ersten Drittel des Gummifisches, im Kopfbereich, so wie ihr das schon gesehen habt. Ja, also das ist natürlich ein absolut schöner Köder auch für einen Großhecht, was nicht heißt, dass auf kleinere Köder keine großen Hechte beißen. Da werde ich euch auch gleich nochmal eine Story dazu erzählen. Weil es war so, dass ich auch gesagt habe, gut, ich angle jetzt mit großen Ködern auf Hechte. Habe dann hier dieses 20 cm lange Modell genommen, aber es hat sich gar nichts getan. Und dann habe ich immer mal so ein paar Kleinfische vorbeischwimmen sehen und dachte, naja gut, jetzt passe ich mal meine Ködergröße auch der Futterfischgröße an. Und dann habe ich wirklich hier so ein kleines Modell benutzt, was fürs Hechtangeln nicht unbedingt prädestiniert ist, eher fürs Zander- oder Barschangeln. Und siehe da, ich habe an dieselbe Stelle geworfen und es hat sofort gerappelt in meiner Rute und so konnte ich einen knapp metrigen Hecht fangen. Was die Farbe angeht, wird ja wirklich viel spekuliert. Und manchmal ist es einfach nur komisch, an einem Tag fängt die Naturköderfarbe und an dem anderen Tag fängt die Schockfarbe, obwohl man am selben Gewässer angelt mit denselben Lichtverhältnissen. Heute habe ich natürlich mich erstmal für eine Schockfarbe entschieden und es hat auch gut geklappt. Und ihr habt auch gesehen, dass es letztes Mal schon ganz gut geklappt hat, obwohl das Wetter gar nicht so dunkel war wie heute. Das kann zum Teil auch daran liegen, dass wir in extrem tiefen Tiefen angeln. Dort ist das Licht natürlich auch dementsprechend niedrig. Andererseits habt ihr ja gesehen, habe ich hier mit dieser Köderfarbe auch gerade einen Hecht gefangen. Hat auch wunderbar funktioniert. Wichtig ist bloß, dass ihr wirklich sowohl Naturköderfarben als auch Schockfarben in eurer Box habt. Und dass ihr immer mal wieder ausprobiert. Weil es gibt tatsächlich Tage, da fangen Naturköderfarben besser und es gibt Tage, da fangen Schockfarben besser. Wann es wie beißt, kann ich euch nicht sagen, da hilft wirklich nur ausprobieren und deswegen möchte ich hier wirklich vermeiden, da irgendwelche Formeln aufzuschildern, die dann vermutlich noch nicht mal der Wahrheit entsprechen. Jedes Gewässer ist anders,
Das Wetter spielt natürlich eine Rolle und die jeweilige Fischart spielt auch eine Rolle. Aber wenn ihr hier verschiedene Ködergrößen und Farben in der Box habt, seid ihr immer gut beraten. Probiert aus, seid flexibel und so fangt ihr auch eure Hechte. Was ich euch übrigens noch erzählen möchte, ist, was den Bleikopf angeht, solltet ihr den so wählen, dass er wirklich nicht so schnell absinkt, aber auch nicht zu langsam. Also hier gilt die Formel wirklich wieder so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. Im Sommer könnt ihr die Formel meines Erachtens nach links liegen lassen, da haut die hinten und vorne nicht hin. Aber im Winter könnt ihr euch definitiv nach der Formel richten, weil die Fische werden auch träger, je kälter das Wasser ist. Fische sind wechselwarme Tiere und genauso kalt wie das Wasser ist, genauso kalt ist auch deren Körpertemperatur. Dass man beim Angeln immer wieder was Neues erlebt, zeigt auch dieses Bild. Hier genau neben uns schwimmt ein Koi-Karpfen. Mist, war das ein schöner Biss! Mit dem Abschiedshecht hat es leider nicht mehr geklappt. Finde ich nicht weiter schlimm, wir haben nämlich ein paar schöne Fische gefangen. Ihr seht, der Weg ans Wasser lohnt trotz kalter Temperatur dennoch. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei den November- bzw. Winterhechten.